Zugegeben, die sogenannten Professorenkleckse sind älter. Schon vor über 180 Jahren experimentierte damit der Namenspatron unserer Schule, Friedlieb Ferdinand Runge. Doch auch unser Gymnasium blickt im Jahr 2014 auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Am 15. April 1914 wurde im Schulgebäude an der Stralsunder Straße der Unterricht aufgenommen. Seit Februar 2010 findet der Lehrbetrieb im Bildungszentrum Runge, einem modernen Neubau hinter dem altehrwürdigen Schulhaus, statt. In 100 Jahren hat sich vieles verändert. Wir sind das älteste Gymnasium der Region. Die Oranienburger Bürgerschaft wünschte für ihre Zöglinge eine eigene höhere Lehranstalt. Bis dato mussten die Kinder immer noch nach Berlin fahren. 1910 gestatteten die Provinzialbehörden die Gründung eines Realpro-Gymnasiums. Mit den gläsernen Wabenräumen von heute sind die damaligen Unterrichtsräume sicher nicht vergleichbar. Der Schulbau von 1914 beherbergte ein Realgymnasium für Jungen und später, gesondert für Mädchen, das Lyzeum. Hochmodern für seine Zeit bereits der Chemieraum mit Experimentieranlage und Vorbereitungsraum, wie heute auch. Das Gymnasium
hielt mit dem Fortschritt immer mit. Unser Leitspruch ist Tradition, wissenschaftliche Vielfalt, Toleranz. Neben dem Unterricht in modernen naturwissenschaftlichen Fachräumen gibt es den profilbildenden bilingualen Unterricht und Angebote für Latein, Spanisch, darstellendes Spiel, Psychologie und Informatik. Der Turnsaal von damals existiert nicht mehr. Die moderne Dreifelderhalle ist in den Neubau integriert. Attraktion: die 7 Meter hohe Kletterwand. Hier können Schüler besondere Fähigkeiten trainieren und Zertifikate erlangen. Die Wabenräume sind für moderne Methodenvielfalt konstruiert. Vieles geschehen in den letzten 100 Jahren. Zwei Weltkriege, Inflation, friedliche Wandlungen. Unser Gymnasium blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Wir lernen zusammen, wir lachen zusammen, wir respektieren einander, wir helfen einander, wir tragen gemeinsam Verantwortung. Wir sind füreinander da. Wir sind Runge.